Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die 19. Olympischen Winterspiele sind zu Ende. Nach 17 Wettkampftagen erlosch gestern Abend in Salt Lake City das olympische Feuer. Mit 35 Medaillen war Deutschland dieses Mal die erfolgreichste Nation. Zum Abschluss gab es im Rice-Eccles-Stadion noch eine Riesenfeier. Die farbenfrohe Schlussfeier in Salt Lake City dauerte mehrere Stunden. Die Riesenshow wurde von mehr als 50.000 Zuschauern im Stadion und einem Milliardenpublikum an den Fernsehern weltweit verfolgt. Die deutschen Athleten beendeten die Olympischen Winterspiele als erfolgreichste Mannschaft vor Norwegen und den USA. Sie gewannen 12-mal Gold, 16-mal Silber und 7-mal Bronze. Gastgeber der nächsten Winterspiele wird Italien sein. Vom 10. bis 26. Februar 2006 sollen sie in Turin stattfinden. Überschattet wurde der Abschluss der Spiele von einem spektakulären Dopingfall. Dem für Spanien gestarteten Skilangläufer Johann Mühleck wurde die Goldmedaille über 50 Kilometer aberkannt. Der Dopingtest war positiv. Auch die beiden russischen Langläuferinnen Danilova und Lasutina wurden positiv getestet und disqualifiziert. Bei allen drei Sportlern wurde das Dopingmittel Darbepoetin im Blut festgestellt. Im Streit um das geplante Zuwanderungsgesetz bemüht sich die rot-grüne Koalition weiter um einen Kompromiss. Am Vormittag beriet Bundeskanzler Schröder mit führenden Politikern der Grünen. Die Koalition erwägt, das Zuzugsalter für Familienangehörige auf 12 Jahre abzusenken. Ein weiterer Streitpunkt sind die Regelungen für Opfer von nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung. Bundesarbeitsminister Riester ist heute in Nürnberg zu Gesprächen mit den Direktoren der 181 deutschen Arbeitsämter zusammengetroffen. Inhalt der Beratungen ist die geplante Reform der Bundesanstalt für Arbeit als Konsequenz aus der Affäre um geschönte Vermittlungsstatistiken. Künftig wird die Bundesanstalt von einem Vorstand unter Leitung des bisherigen rheinland-pfälzischen Sozialministers Gerster geleitet. Im Zusammenhang mit dem Antiterror-Einsatz deutscher Elitesoldaten in Afghanistan ist das Verteidigungsministerium unter Druck geraten. Die Union wirft ihm mangelhafte Informationspolitik vor. Kritik kam auch vom grünen Verteidigungsexperten Nachtwey. Beide Seiten monierten die zurückhaltenden Informationen. Vorrangig hätte der Verteidigungsausschuss über den Einsatz in Kenntnis gesetzt werden müssen. Der afghanische Ministerpräsident Karzai hat dem Nachbarland Iran für die Unterstützung im Kampf gegen die sowjetische Besatzung und gegen die radikal-islamische Taliban gedankt. Iran habe sich wie der Bruder des afghanischen Volkes verhalten, so Karzai. Bei einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Khatami besprach Karzai eine mögliche Rückkehr der rund 2 Millionen afghanischen Flüchtlinge. In Zukunft wollen Iran und Afghanistan im Kampf gegen die Terrororganisation Al-Qaida zusammenarbeiten. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat die pakistanische Polizei den mutmaßlichen Drahtzieher des Mordes an dem US-Journalisten Daniel Pearl, Sheikh Omar, zu einem Antiterrorgericht in die Hafenstadt Karachi gebracht. Die Untersuchungshaft wurde um 14 Tage verlängert. Sheikh Omar hatte seine Beteiligung an der Entführung Pearls gestanden. Der Journalist war vor einem Monat verschleppt und später ermordet worden, nachdem er Kontakte zum Al-Qaida-Terrornetzwerk geknüpft hatte. In Südkorea haben heute tausende Arbeiter gegen die Privatisierungspläne der Regierung gestreikt. Dadurch kam es vor allem im öffentlichen Nahverkehr in Seoul und anderen großen Städten zu Problemen. Die Regierung will die staatlichen Eisenbahnen und Energieversorger privatisieren. Die Gewerkschaften befürchten als Folge Massenentlassungen. Im Westjordanland ist es heute erneut zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Israelische Soldaten erschossen einen Palästinenser und verletzten dessen Frau. Der Mann hatte offenbar versucht, eine Straßensperre zu durchbrechen, um seine hochschwangere Ehefrau ins Krankenhaus zu bringen. Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Frankfurt am Main sind mehrere Millionen Euro geraubt worden. Der Täter, ein 23-jähriger Franzose, so die Polizei, hatte seinen Beifahrer überwältigt und das Fahrzeug dann in einer Tiefgarage abgestellt. Dann flüchtete er mit der Beute. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Das Wetter wechselhaft in der Mitte und im Süden mit Regen und Schnee. Höchstwerte 2 bis 11 Grad.